So, wir sind wieder da und ihr seht gerade, wir sind schon wieder direkt neben Rot. Ja. Wir haben uns ein bisschen neben ihm hingechillt Er ist ja und immer unser Bro, von daher. ja, wir haben ein bisschen trainiert, möchte ich dazu sagen. Das ganze Team ist Level 50. Esther hat jetzt noch Psychokinese gelernt. Wir hoffen, dass wir diesmal ein wenig bessere Chancen haben. Ja, wir waren auch noch einkaufen. Ja. Und es hat ja eigentlich letztes Mal nur wegen den Items gescheitert, weil jemand vergessen hat zu kaufen. Ja gut, jetzt verhauen wir ihn einfach nochmal. Ja, jetzt klatschen wir ihn erst vorne an die Wand, gehen einen nach hinten, klatschen ihn wieder an die Wand, dann an die Wand, rechts an die Wand, links an die Wand, oben an die Wand. Ja, und jetzt erstmal, die Musik ist aus. Und jetzt ist sie wieder an. Yeah, und ich höre sie nicht, aber ich kann sie mir gut vorstellen. Fett Pikachu. Fat P. Denn der kommt mal wieder mit dem Charme. Ja, was für ein Schleimer, Sehr ey. charmant. Kann er sich an seine roten Bäckchen nageln? Ja. Dabei sind beide männlich. Ja. Ja, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Liebe unter Pokémon, glaube ich. Oh, der hat sogar eine Top-Genesung. Alter. Gut, dass er die vorhin nicht eingesetzt hat. Ja. Wahrscheinlich setzt er die nur für sein Pikachu ein. Das wäre gut möglich. Was ich nicht verstehen kann, war, Pikachu an sich eigentlich schon ziemlich kacke ist. Ja, vor allem das hat nicht mal einen Kugelblitz. Ja, das ist ja das Traurige. Okay, da müssen wir ihn jetzt halt austricksen. Ich glaube, der hat die echt nur für sein Pikachu, weil gegen uns vorhin hätte der Ja. mehr als genug Möglichkeiten gehabt, das irgendwie mal einzusetzen. Jetzt kommt er zum Ruckzuckhieb. Wahnsinn. Oh, dieser Schaden. Oh nein, wir werden verlieren. Nicht schon wieder. Es hat ganze 21 KP abgezogen. Das waren wesentlich mehr, als ich hätte vertragen können. Ja, aber muss sagen, Fett Pikachu hat sich tapfer gegen uns geschlagen. Mit der Hilfe von mehreren Top-Genesungen. Ja. Und jetzt kommt Bisaflor wieder. Der hat einfach unsere Strategie geklaut. Was für ein Sack, ey. Warum haben wir eigentlich keinen Feuer-Pokémon dabei? Fällt mir jetzt mal so am Ende, so zum großen Ende, fällt mir das gerade mal so auf. Ja, das lag daran, dass ich Endivia als Starter-Pokémon genommen habe und folglich und kein einziges Feuer-Pokémon, das wir unterwegs irgendwie gefunden haben, hat mir irgendwie großartig gefallen. Und mein Team habe ich mehr oder weniger vorher schon festgelegt. Ah, okay. Hey, wir können's two-hitten. So muss das sein. Und außerdem, wir sind schneller. Kannst mal sehen. Und das, obwohl wir 27 Level unter ihm sind. Ah gut, Bisaflor hat eine Base Init von 80. Psyana hat eine von 110. Ach, das sagt doch lange nichts. Es geht schon mal wesentlich besser los als vorhin. Oh ja. So, der wird jetzt höchstwahrscheinlich. Wesentlich besser. Es geht jetzt wahrscheinlich wieder erstmal in seinen Reflektor. Nee, er macht gleich die Psychokinese, okay. Okay, ja. Vielleicht ist er jetzt gerade ein bisschen hitzig und denkt sich, boah, der hat mal Bisa vorgeklatscht, jetzt klatsche ich ihn. Mit dem Volltreffer. Ja, der Volltreffer war ein bisschen unnötig. Aber hey, wir waren einkaufen. Mit der Macht des Geldes werden wir Esther retten. Ja, die Macht des Geldes. The power of money. Yay! Warum So. hast du nicht den Trank genommen? Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall den Trank verwenden. Ja, irgendwie schon, so kurz vorm Im Laufe Ende. des Kampfes müssen wir auf jeden Fall machen. Sonnenlicht ist stark. Hier, frisst den Spukball. Jetzt hat er den Reflektor machen müssen. Ja, das wäre es jetzt gewesen, so Top-Level-Prediction à la Red. Ja. Hey, es wäre dann. Das wäre das erste Mal, dass dann die KI was Schlaues macht. Also, ich habe schon mal eine KI gehabt, die mich predicted hat. Es war ein Das soll was heißen. Pokémon Weiß. Da gab es eine Stelle, wo mich ein Bisbug erst mit einem Eiszahn und dann mit einem Donnerzahn ausgetrickst hat. Sollen wir nochmal die Macht des Geldes verwenden? Ja, tu es. Jetzt können wir es uns ja erlauben.
power of money is strong. Ja, Money Boy. Gold, the Money Boy. Ja, wir heißen Gold, also müssen wir das auch irgendwie rüberkommen lassen. Natürlich, indem wir mit Nugget-Riegeln um uns schmeißen. Der größte Abfuck wäre es, wenn er jetzt krippen würde. Das wäre schon ziemlich kacke. Aber das macht er nicht, hat er keinen Bock drauf. Der hat seinen Crit am Anfang rausgeballert. Das war der Fehler. Denn jetzt kann der Gummiball seinen Psyana fast umbringen. Einmal Power of Money machen wir noch. Ja. Dabei kommt Power of Money eigentlich aus Advance Wars. Egal. Power of Money! Und mit Geldmaximum eingesetzt ist es die stärkste Supercore-Power. Oh nein, okay. Er hat unsere Spezialverteidigung gesenkt. Das könnte jetzt sogar... Moment. Es wird knapp, aber wir überleben es. Ja. Einfach versuchen. Versuch macht klug. Also mit irgendwie so 10 bis... Also 10 KP irgendwie in dem Bereich was? Oh, okay. Oh. Ich habe gedacht, es wird einstellig, aber gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp einstellig wird. Ja, einstellig im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hey, Esther hat es geschafft und darf sogar leveln. Ja. Kriegt er noch Level 51. Und jetzt kommt Relaxo. Toll. Alte Schwabbelbacke, ey. Erst den Reflektor oder erst die Dönerwelle? Dönerwelle. Auf jeden Fall erst die Dönerwelle. Hallo, Schwabbelbacke. Ich bin aber trotzdem glücklich. Ich halte meinen Bauch. Amnesie. Ah, ja, toll. Also jetzt muss er natürlich damit anfangen. Ich könnte seine Genauigkeit abfacken. Aber mach's doch einfach, dann hat er... Mach, ja. Komm, mach einfach. Dann hat er seine... Oh, toll. Ja, Blitz. Was kneift er auch die Augen so zu, wie so ein Chinese? Hat eine 70%ige Chance, nur zu treffen. Ernsthaft, ey. Komm. Boah, es ist ja jetzt gerade voll asozial. Hier. Nimm das. Ich zieh das jetzt durch. Sehr gut. Okay. Du hast es mich gezogen, bis zum bitteren Ende. Seine Genauigkeit ist auf minus 2. Das bedeutet, die ist auf 3 Fünftel, sprich 60%. Das Ganze multipliziert mit den 25% von seiner Para. Von ja. Seiner Behinderung. Okay, damit lässt sich was anfangen. Ja. Und jetzt prügeln wir es kaputt mit dem Rektalfühler. Oh ja, der Rektalfühler. Soll man darauf spekulieren, dass wir die Zornklinge hochstecken? Das einfach, warum nicht? Ich meine, ja. Er hat jetzt nur noch eine 45%ige Chance, dass er überhaupt irgendwie angreifen kann. Die er natürlich auch gnadenlos ausnutzt. Ich würde mal sagen, scheiß auf die Zornklinge. Wir gehen jetzt auf den Gegelschlag. Der macht jetzt wesentlich mehr. Ach, ist das schön. Jetzt noch ein bisschen behindert sein? Nein, natürlich nicht. 45% Chance hat er durchzukommen. Ja, hey, das ist wie Superschall. Nee, Superschall ist noch wesentlich genauer. Superschall ist zumindest noch bei 55. Ja, okay. So, mit speziellen Attacken brauche ich hier überhaupt nicht mehr anfangen, nachdem der eine Amnesie drin hat. Mhm. Aber ich mache einmal Fliegen, damit er schön daneben haut. Weil der kommt sowieso wieder durch. Ja, und jetzt ist er bestimmt paralysiert. Ich meine behindert. Yep. Boah, geil. Gut predicted, jetzt machen wir nochmal Fliegen. Jetzt kommt er wieder durch. Nee, verdammt. Jetzt hat er nochmal Para bekommen. Komm, dann kriege ich jetzt nochmal Paras und dann... Oh nein, was für ein dreckiger Penner. Jetzt hat er schon Erholung eingesetzt. Ist ja voll lame. Ob ich Jenny nochmal rausholen soll und ihm noch mehr Blitze reindrücken soll? Er hat ja bis jetzt, glaube ich, noch kein einziges Mal daneben gehauen. Ja. Auf jeden Fall. Ist ein Versuch wert, ne? Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal einen Beleber auf die Jenny. Komm zurück ins Leben.
Und er greift mit dem Schnarcher an und trifft natürlich. Aber wie laut muss der schnarchen, dass es weh tut? Das ist eine gute Frage. Vielleicht benutzt er seinen Magen als Schallorgan. Moment mal, wie viel KP hat Jenny eigentlich? Wie viel hat die überlebt? Mit genug, glaube ich, oder? Kann man den Supertrank hier nochmal reinschmeißen? Joa. Komm, du machst jetzt gar nichts. Ach, ist das ein Penner. Wenn ich bei minus 2 Genauigkeit bin, hätte ich bei der Anzahl der Runden schon mindestens 5-mal daneben gehauen. Ganz ehrlich. Ich wahrscheinlich immer. Das wäre typisch NPC. Der wird immer bevorzugt von dem Spiel. Natürlich macht er auch gleich wieder einen Body Slam. Der weiß sogar, wann sein Viech aufwacht. Das ist unheimlich. Und yay. Ach. Ich hol mal schnell. So muss man da irgendwas zu sagen, ey. Das ist doch voll Kacke. Hex, Hex. Yay. Bibi ist zurück. Vielleicht sollten wir doch erst den Reflektor raushauen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er mit nur 60% Genauigkeit relativ wenig trifft, aber anscheinend müssen wir die ihm erstmal auf 50% runterhauen. Ja. Sind wir nämlich jetzt schon auf 3/6. Jetzt hat er das erste Mal daneben gehauen. Jetzt, sehr schön, jetzt kannst du ihn paralysieren. Jetzt kriegt er noch die Donnerwelle. Ja. Wieder schön behindert machen im Kopf und dann weiter blitzdingsen. Wenn wir dazu kommen würden. Mann, ist das ein Mistsack. Ja, finde ich auch. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was wiederbeleben. Und dazu hauen wir jetzt erstmal einen Reflektor raus. Allzu häufig treffen solltet ihr jetzt gerade nicht. Wahnsinn, es geht doch. So, wo sind die Beleber? Die sind weiter oben, ne? Wir haben ein Fokusband. Warum hast du das nicht einfach Fliegi gegeben? Weil Fliegi hat ja kein Item. Stimmt, hätte ich machen können. Super vorbereitet, ich sag's doch. Hey, er ist erst behindert. Willkommen. Keine Angst, er darf gleich wieder in den blauen Raum gehen. Dann passt das schon wieder. Da kommt der Body Slam. Ja, das ist akzeptabel, bis auf die scheiß Paralyse wieder. So, jetzt mal. Hypertränke. Esther braucht's am dringendsten. Ja. Erstmal. Mit 4 KP würde er, glaube ich, nicht allzu viel reißen. Er würde höchstens aufgerissen werden. Ja, das stimmt. Scarabu kriegt auch noch was. So, Reflektor geht weg. Den machen wir doch und gleich. Kommt wieder. Machen wir doch gleich nochmal hin. Ja, mach mal ruhig. Specki. Ja. Interessiert mich nicht, ich werde dich sowieso nur noch physisch angreifen. Das habe ich schon nach dem ersten Amnesie-Gedöns gesagt. Möge er die Macht des Horns spüren. Okay. Hier kriegst du den hier. Unter 70 hat er mich ja jetzt schon gehauen. Bei 70% ist die erste Abstufung vom Gegenschlag. Die zweite kommt bei 40. Okay. Und danach wird es immer weniger. Wenn er jetzt noch zweimal behindert ist, dann ist er endlich weg. Wenn er mich jetzt nochmal mit dem Body Slam erwischt wird, oder. Okay, jetzt ist der Reflektor weg, aber jetzt der hilft jetzt auch nichts mehr. Relaxo ist jetzt tot. Ja. Er rollt jetzt erstmal auf die Seite und kippt. Ja. Umkippen. Er rollt einfach auf die Seite. Ja. Hat sich im Schlaf umgedreht. So. Glurak. Glurak. Ich möchte hier ganz kurz mit Scarabu drinbleiben, um Jenny mal voll zu heilen. Ja, ist das Beste, was du machen kannst. Damit die Jenny Glurak behinderisieren darf. Ich hoffe einfach mal, dass entweder
die Flinkklaue durchkommt oder, oder dass sie einen Angriff überlebt. Also sollte er Feuerwirbel machen, wird sie das auf jeden Fall überleben, weil er dann sowieso nicht trifft. So. Weil er ja irgendwie chronisch unterbeeimert ist. Er verdammt. Flammenwurf. Ah, ich sehe schwarz. Komm, Jenny, du überlebst das. Ich weiß, du kannst das. Ja. Hast ein dickes Fell. Halleluja. So. Die Sache ist geritzt. Okay, Jenny, du darfst jetzt mit einem Donnerschlag abtreten. Aber wieso abtreten? Oh, das hat sogar sehr viel abgezogen. Respekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gleich so viel macht. Ich auch nicht. Da kann man ja echt stolz sein. Okay. Fliegi ist gerade ein bisschen low on HP, dann... Ich bin mir nicht sicher. Ich hau immer mal Esther rein. Schneller sind wir ja jetzt so oder so. Ja. Dann geben wir ihm eine Epilepsie-Attacke. Und er macht Feuerwirbel. Ah, er ist so dämlich. Oh, dieser immense Schaden. Wir gingen zwar in die Falle, aber das ist ja eigentlich völlig wurscht. Ja. Weil sein mächtigstes Pokémon ist jetzt tot. Weil er dämlich ist. Das Ende von Glurak. So. Und Turtok ist jetzt auch kein großes Problem mehr. Den haben wir vorhin schon mal umhauen können. Ja, und da waren wir eindeutig weniger gut vorbereitet als jetzt. Und weil ich schon weiß, dass Esther schneller war als Bisaflor, weiß ich auch, dass er schneller ist als Turtok. Die sind nämlich ungefähr gleich lahm. Turtok sogar noch ein bisschen lahmer. Ja, perfekt. Ist ja auch eine Schildkröte. Ja, den könnten wir überleben. Ja, tun wir. Komm, einfach weiter draufhauen. Du hättest ja mit einem Biss versuchen können, dass er zurückschreckt. Ja, hätte ich versuchen können. Aber... ich wollte lieber nochmal mehr Schaden machen. Bisschen sicheren Schaden. Ich meine, auf der Psychokinese... Weißt du, wie das Ganze... weißt du, wie du das jetzt beenden musst mit Fliegi? Eigentlich müsste ich es mit Rückkehr beenden. Aber gut, ich weiß nicht, ob der mit dem Blizzard gleich trifft. Versuch's einfach. Ich meine, wir haben die Sache schon gewonnen. Also, man kann es ja einfach versuchen. Er trifft natürlich. Was für ein scheiß Lacker. Das ist so unfassbar. Ist ja nicht so, als wäre es der Gen 1 Blizzard. Bei dem hätte ich es noch verstanden. In Gen 1 hatte der Blizzard noch eine 90%ige Trefferchance. Echt so hoch? Ja. Alter. So. Ich will Fliegi jetzt aber trotzdem vorher mal... oder? Wobei, ich hau lieber drauf und belebe nachher notfalls irgendwas wieder. Ja. Weil... Luftstoß und glücklich sein. Komm, mach einen Crit, Fliegi. Ich würd's feiern. 25% Crit-Chance. Das war sogar ein Crit. Das ist aber, hey. So, den wird er höchstwahrscheinlich nicht überleben. Nee. Ja. Dass er auch ständig mit dem Blizzard trifft. Ja, was für ein Drecksack. So, ich hab nur noch Spike und das will ich nicht riskieren, weil Spike ist langsamer als Turtok, das weiß ich. Ja, beleb lieber irgendetwas wieder. Ja. Beleber. Und zwar auf Esther. Der hat vorhin eine schöne Attacke abgehalten. Das können wir nochmal machen. Ja. Und da er schneller ist, sollte er Turtok dann auch umbringen. Jo. Mach's gut, Spike. Spike, das letzte Opfer. Opfer, ey. Bist wie ein Sand am Meer Opfer. Ja, das Sand am Meer. Ja, er wurde weggewaschen. Gut, dann darf Esther es beenden. Bring ihn um! Bring ihn um! Das ist doch ein R, oder? Ja. Jo, es ist ein R gewesen. Ja. Ich weiß schon... Trainer Rot wird besiegt. Punkt, Punkt, Punkt. So gefällt mir das. Sehr gesprächig, der Gute. Crash.
Credits. Pokémon Silberne Edition, Staff. Leitung, Satoshi. Junichi. Ja, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Auch wenn Lucario das oft anders sieht. Ach, Lucario hat keine Ahnung. Lucario ist doof. Ich mag Lucario nicht. Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft. Zwar erst auf dem zweiten Anlauf, aber. Ja. Ja, wir sind aber auch sehr unvorbereitet in den Kampf reingestürmt. Hm. Wie so tollwütige Irre, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Das war der Leroy Jenkins-Style. Ja, manchmal muss man den einfach mal versammeln. Ja. Außerdem wäre es langweilig gewesen, wenn das ganze LP über kein einziger Kampf verloren gewesen wäre. Wobei, bei Pokémon Feuerrot haben wir das geschafft, dass kein einziger Kampf verloren wurde. Okay, aber wir sind hier bei Silber. Pokémon Weiß wurden mehrere Kämpfe verloren. Allerdings keiner von mir, nur welche von meinem Kollegen damals. Das war noch Zeiten. Ich weiß noch, wie er zweimal in Sharon reingerannt ist und zweimal verkackt hat. mir anschließend die Hälfte vom Team auf die Box gelegt hat und ich ihn dann mit 3 Pokémon besiegt habe. Das ist traurig. Wieso? Aber hey, Red ist besiegt, das ist die Hauptsache. Und das, obwohl wir gnadenlos unterlevelt waren. Ja. Eigentlich hätte ich einfach so noch Visenior wieder ins Team nehmen müssen. Der gute alte Visenior. Ja. Egal, es ist zu spät. Wenn ich hier so gerade die ganzen Visor sehe. Die auf ihrem Schwanz stehen. Und jetzt stehen wir wieder am Silberberg. Yay! Warum nach Hause gehen? Wir bleiben einfach am Silberberg. Wir haben Rot seine Heimat genommen. Jetzt ist es unser Home. Ja, es ist unsere Hood. Das ist jetzt unser Block, ey. Esther hat's gerissen. Dafür ein Applaus. Hast du gut gemacht, Esther. Ja. Yep. Es war eine gute Entscheidung, mir ein Evoli zu besorgen in diesem LP. Wirklich. Hast du gut gemacht, Fliege. Nee, das ist meins. Ach so. Hast du gut gemacht, Kilian. Wenn man es ganz genau nimmt, waren meine 3 Spike, Esther und Rückkehr. Ah, okay. Scarabu und Jenny kommen von Fliegi. Fliegi kommt theoretisch auch von mir, aber den habe ich dir da mehr oder weniger geschenkt. Ja. Sehr schön. Ja. Okay, wir sind hier am Ende vom LP. Wer weiß, vielleicht machen wir zwar ja nochmal irgendwas zusammen oder so, keine Ahnung. Irgendwas wird sich bestimmt ergeben. Wenn sich was ergibt, ansonsten verkloppen wir uns einfach wieder in Omega Battle, Delta Clash, Alpha Challenge von Demasi. Da gibt's ja genug. Ja. Ich meine. Und noch 100 Folgen Y-Battles von früher, die man nachgucken kann, nur so nebenbei. Ja, das sind ein paar sehr, sehr schöne Kämpfe dabei. Auch ich bin da sehr, sehr häufig drin zu sehen. Was hauptsächlich an einer Challenge von mir liegt, die ich damals gemacht habe. Oh ja, meine Fresse, waren das viele Kämpfe. Aber es waren tolle Kämpfe. Ja, hat schon Spaß gemacht, also muss man sagen. Ja, ich hätte nun damals nie erwartet, dass so viele Leute an meinen ersten 2 Teams verkimmeln. Ja. Ja, das ist schon, hey. Ich habe das Medbo beim ersten Mal ausgeschaltet, ohne dass es überhaupt was machen konnte. Ja, das hat kein anderer geschafft. Beim ersten Mal ja. Beim zweiten Mal hat es dich am Schluss noch verhauen. Beim zweiten Mal hat es nicht hingehauen, aber beim ersten Mal habe ich es auseinandergenommen. Nach allen Regeln der Kunst. Ja, habe ich neulich auch mit einem Smetbo gemacht. Habe ich meinen Wishu gehabt, Muggelhieb drauf, Abschlag, weg war. Ja. Aber gut, bevor wir jetzt noch weiter hier in Nostalgie schwelgen, ich beende hier an dieser Stelle mal ganz offiziell das LP. Ich bedanke mich an dieser Stelle für den Don Marcy, dass er hier wunderbar eingesprungen ist für den Fliegi, für den ich mich jetzt übrigens auch nochmal ganz herzlich bedanke, dass er dieses LP überhaupt mit mir angefangen hat. Und ich werde mich demnächst dran setzen, eine Flashback-Folge zu diesem gesamten LP zu schneiden und ja,
Genauso wie ich das von Pokémon Feuerrot und Pokémon Weiß gemacht habe. Na, viel Vergnügen. Das wird bestimmt ein Arsch voll Arbeit. Ach, es wird weniger als bei den anderen zwei. Ich habe hier wesentlich weniger Material. Ja, okay. Das ist dann auch noch okay. Pokémon Weiß war viel. Das hat eine ganze Stunde lang, also fast eine Stunde lang überhaupt das Videolänge. Aber gut, bevor ich jetzt noch weiter laber, ich beende jetzt hier erstmal auf die Aufnahme. Wir zwei können hier nachher noch weiter labern. Genau.